Am 17. November wurde in Wismar zum 5. Mal der Erhard-Breunig-Preis der Volks- und Raiffeisenbank für bürgerschaftliches Engagement verliehen. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung geht auf den ehemaligen Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg, Erhard Breunig, zurück, der 2015 bei einem Autounfall ums Leben kam. Breunig war für sein soziales Engagement bekannt. Der Erhard-Breunig-Preis ist jetzt entstanden durch das Engagement von Herrn Breunig. Und den haben wir entsprechend dotiert. Und da geht es um das ehrenamtliche Engagement. Das wollen wir würdigen, das wollen wir herausstellen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass ein Einzelner sich bewerben kann, sondern man muss vorgeschlagen werden. Dieses Jahr ging der Preis an Friederike Hellinger, die sich seit 2014 als ehrenamtliche Sterbebegleiterin im Hospizverein Schloss Bernsdorf engagiert. Die Landrätin Nordwestmecklenburgs, Kerstin Weiß, ist Mitglied der Jury des Erhard-Breunig-Preises. Also dieser Preis wird ja vergeben für besonderes bürgerschaftliches Engagement. Unter der Überschrift werden natürlich alle Vorschläge eingereicht und auch der Jury angetragen. Aber die Jury wertet dann natürlich noch einmal, wer hat den besonderen Erhard-Breunig-Faktor. Also diesen Satz, Mensch, da müssen wir was machen, wer vertritt das am besten und wer lebt das auch am ehesten. Und da fiel uns hier bei dieser Entscheidung für die heutige Preisverleihung die Auswahl überhaupt nicht schwer. Wie gesagt, haben alle Jurymitglieder für Frau Hellinger gestimmt. Friederike Hellinger hat sich auch in Pandemiezeiten trotz eigener Gefährdung für schwerstkranke Menschen engagiert, die besonders unter der Isolation leiden. Eine Auszeichnung, die uns alle betrifft, eine Wertschätzung für ein ganzes Team von Ehrenamtlichen, mit denen ich natürlich gemeinsam entscheiden würde, was mit dem Geld passieren wird. Das Preisgeld möchte Friederike Hellinger wieder in die Hospizarbeit einbringen. Der Arbeit der Ehrenamtlichen zugutekommt und damit natürlich auch den Menschen, die wir begleiten. Also wahrscheinlich werden damit Fortbildungen finanziert für Ehrenamtliche oder auch Erlebnisse finanziert, die wir mit den Menschen zusammengestalten. Das Hospiz Schloss Bernsdorf ist die einzige Einrichtung dieser Art im Landkreis Nordwestmecklenburg. Schwerstkranken Menschen wird hier ein würdevoller Abschied in einer angenehmen Atmosphäre ermöglicht. Die Arbeit der Hospize wird stark von ehrenamtlichen Sterbebegleitern wie Friederike Hellinger unterstützt.